Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit dem gräflichen Grafen, der gräflich und gnädig ist, wie jedes Mal. Beim letzten Mal, wie lange das letzte Mal her ist, sagen wir so, weiß ich leider nicht mehr. Denn für mich, ich glaube, ein oder zwei Monate. Für euch ist es vielleicht ein oder zwei Tage her oder drei Monate, je nachdem, wann ich dieses Video wieder gerendert habe. Denn zum Beispiel bei meinem letzten Minecraft-Let's Play habe ich die ganze Zeit gesagt, ja, ich schau mal, demnächst gibt es ja wieder Minecraft. Dann hänge ich mich mal wieder mit einer Laune davor und alle wieder, wir wollen Minecraft sehen. Ich vermisse Minecraft. Und so, ja, bald gibt's was. Und irgendwann, ich da mal wieder in Editierlaune, guck so in meinem Videoordner, warte mal. Sind das da 15 Minuten Folgen von Minecraft? Ah, hoppala. Ja, hättest du schon mal irgendwie posten können, ne? Nö, da ist er zu blöd für. Das ist leider so. Übrigens, die liebe KitKat oder Smash Girls, kann man sich jetzt aussuchen, wie man sie nennen darf, hat mich darauf hingewiesen, dass ich die Kisten hier oben gar nicht öffnen kann. Das ist eine tolle Konstruktion von mir. Nein, ich bin überlagert. Warte mal, habe ich hier unten kein Bett mehr? Würdest du mich bitte gerade nicht vollbomben? Dankeschön. Du gehst einfach mal hier hin. Einfach nur so zur Deko, so ein Bettchen. Ich guck gerade mal, was mein Bettchen hier unten macht. Das habe ich weggestellt. Oh nein, wo wollte ich es denn hinstellen? Das wäre mir wahrscheinlich sehr früh aufgefallen. Spätestens, wenn ich gestorben wäre und dann da ganz weit hinten in der Prärie gestartet bin. Denn ich weiß nicht, wie viele von euch die allererste Folge von Minecraft gesehen haben. Aber ich bin, glaube ich, wirklich eine ganze Stunde hier hingelaufen. Oder habe ich noch was gebaut in der Stunde? Ich weiß es nicht. Schon wieder so lange her. Ach, guck mal, da sind die vier Treppen. Ja, ich bin einfach nur ein Schwachkopf, das ist schon alles gewesen. Das heißt, ich habe eigentlich dran gedacht, also vorher dran gedacht, aber es nachher, so nachher nicht mehr dran gedacht. Ja, also im Endeffekt habe ich nicht dran gedacht. Ist natürlich sehr schlau. Und weil ich jetzt einfach, Junge, hör auf damit! Das machst du doch nur, um mich zu ärgern! So, hinter mit der Treppe, sehr schön. Von vier habe ich mal wieder zwei daneben gehangen. Ich bin echt der Allergrößte. Habe ich es mal wieder geschafft, weil ich nicht so viel Zeit hatte, einfach mal blind drauf aufzunehmen. Heißt, wie so ein paar spezielle YouTuber, gab es nicht mal so einen, der, glaube ich, da wurde seine Handynummer im Livestream gepostet und das mochte der gar nicht. Oh, das mochte der gar nicht. Dann sagt er die ganze Zeit, Leute, jetzt wird es aber langsam lächerlich. Hört auf, meine Handynummer hier zu posten. Und irgendwann schreibt einer, Leute, postet die Handynummer. Und die fangen natürlich alle an, die Handynummer zu posten, wie bescheuert. Und so, wenn ihr nicht aufhört, diese Handynummer zu posten, dann breche ich den Stream hier leider ab. Nee, der Livestream war das. Das wissen bestimmt manche Leute, von wem das ist. Gehen die Kisten jetzt auf? Haha, wie wundervoll. Das ist eine geniale Idee. Und dann haben die einfach schön weiter seine Handynummer gepostet. Und zwar wie die Bekloppten wirklich. Und dann hat er den Stream beendet. Aber der gewisse Herr sagt auch immer irgendwie, ja Leute, jetzt hier mal wieder ein bisschen was von Call of Duty und so. Ich hab mal wieder nicht getestet, ob die Aufnahme so in Ordnung ist oder nicht. Aber das wird schon gehen. Und im Normalfall ist das dann vom Ton her, Moin Leute, ich hab jetzt gerade nicht getestet, ob der Sound zu laut ist. Ja, so ein bisschen zu laut, ne? Oder die Mucke sticht so raus, dass dir der Kopf platzt und ich renne hier schon wieder wie so ein Verfalter rum. So, bevor ich jetzt hier weiterrede, mache ich mir erstmal einen Plan, wobei ich weiterbauen will. Erstmal haben wir beim letzten Mal ja dieses schöne, nennen wir es mal, Durchgangsregal gebaut. Ich weiß nicht, warum man hier durchgehen kann und hier hinten auch. Ist so ein ganz kleines, nettes Extra. Aber brauchen wir das? Vielleicht machen wir das auch einfach hier zu, also hier vorne, um einfach dann hier dann noch so an die Seite reingehen zu können. Das ergibt, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn, oder? Weil hier hinten durch, dann können wir hier vor allen Dingen unser Assassin's Creed Gedönse machen. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Probieren wir das mal. Wenn ich die jetzt einfach hier mit hinmache, ja, das sieht ganz toll aus. Irgendwie noch nicht so ganz. So, einmal dahin. Geht das? Sieht komisch aus mit dieser Ecke dann da vorne. Vor allen Dingen ist hier so ein bisschen wenig Platz. Vielleicht baue ich das Regal auch ein bisschen anders. So Regale in Minecraft rein zu patchen, wäre auch eine ganz coole Sache, ne? Aber da muss ich auch mal direkt die Fresse halten. Sagen wir es direkt mal so. Denn ich habe ja immer noch nicht das Minecraft-Gedönse gepatcht. Ich bin immer noch auf 1.5.2, mittlerweile schon 1.7 draußen. Ihr guckt euch das an, wie verpeilt ich hier rumlaufe. Sag mal, kann ich hier noch so ein... Ah, da kann ich noch so einen Angeschrägten hin machen. Dafür brauche ich aber neue Angeschrägte. Oder? Soll ich einfach... Nee, das sieht doof aus wegen dem Holz dahinter. So, einmal gerade neue Treppchen machen. Ich glaube mal, vier Stück reichen, oder? Brauchen wir jetzt nur so ein bisschen zu Deko-Zwecken hier. Obwohl ich auch, als ich die Folge gerendert habe, mir nicht überlegt habe,
ob ich das nicht vielleicht mit Steinziegeln mache. Denn es sieht schon ein wenig, nennen wir es mal, interessant aus. Also das hier sieht geil aus, wo das dann mit dem Holz so übergeht. Aber ist die Frage, ob das so optisch passt. Also es sieht cool aus schon, aber ich weiß nicht, wie das jetzt mit Steinziegeln aussieht, weil das Haus besteht ja eigentlich aus normalem Holz. Und hier Steinziegeln und Fensterscheiben, ne, vergitterten. Das ist mein Spezial-Texture-Pack. Das ist auch einer der einzigen Sachen, die daran spezial sind. Weil ich kein durchsichtiges Fenster mehr haben wollte, sondern solche Dönse. Dann wollte ich die fetten Blöcke dann durchsichtig lassen, aber leider funktioniert das nicht. Denn die Textur besteht einfach nur aus dem Ding. Und wenn es der große Glasblock ist, dann ist das einfach nur rundum. Deswegen hat das leider nicht so funktioniert, wie ich es haben wollte. Einmal vielleicht im Bedpan. Ich weiß nicht, wie das in Minecraft war. Es ist wirklich Ewigkeiten her. Aber jetzt haben wir hier erstmal eine kleine Lagerstätte. Deswegen lassen wir die linke Seite gerade erstmal frei. Oder wir lassen die allgemein frei. Sonst wird es hier ein bisschen eng oben, oder? Lassen wir das erstmal so. So, was tun wir jetzt erstmal weg? Tun wir einfach mal in die Kiste hier so ein paar Baumaterialien. Obwohl, je nachdem, was wir machen wollen. Warte mal, den Sand packe ich gerade einfach mal weg. So eine Grimmskramskiste machen wir einfach mal. Obwohl, die werde ich gleich brauchen. Und zwar unbedingt. Normales Holz brauche ich gleich auch nicht. Zumindest nicht die Treppchen. Das Holz hier brauche ich auch nicht. Vor allen Dingen Baukiste, ne? Da liegt einfach mal so ein bisschen Sand drin. Ne, ist klar. Die Glasscheiben brauche ich auch nicht. Ich sehe schon, was das für eine Kiste wird. Das wird nachher, na gut, das kann ich hier lassen. Das wird nachher wieder so eine Kiste, wo ich reingucke und mir denke, ach du Scheiße, was hast du da nur wieder angerichtet? Oder was hast du da alles wieder reingebombt? Ja, das, eventuell können wir das gebrauchen. So ein Wassereimer. Nö, danke. Ich hoffe, wir haben genug Kies. Habe ich hier noch irgendwo Kies rumliegen? Sandsteine. Okay, das können wir irgendwann mal verwenden, aber das ist noch absolut nicht genug. Yeah, Kies! Sehr gut, den brauchen wir aber erst im zweiten Schritt, denn ich möchte jetzt den Weg da unten ein wenig fertig machen. Das ist die Frage, ob ich mit den Steinziegeln hinterherkomme. Ich habe ja schon eine ganze Menge Steinchen, also was könnte irgendwie schief gehen, ne? So, mach ich mal so ein bisschen Brot ins Inventar und ich glaube, ist nicht passiert. Nein, ich habe nicht auf friedlich gespielt. Ich bin natürlich hardcore wie immer und spiele wieder auf schwer. Ich vielleicht nicht einstellen sollen, denn jetzt renne ich wahrscheinlich um die nächste Ecke und krieg voll einen Druck. Soll ich hier gerade mal mitnehmen? Nee, machen wir später. Das, was mir ja wirklich so ein bisschen stört an Minecraft, ist, dass die immer noch auf der Java Engine sind. Weil es sieht so geil hier aus, aber nicht, wenn ich die Render Distance auf dem hier habe. Short plus 16. Ist das nicht toll? Denn im Normalfall spiele ich auf solchen Werten. Lassen wir mal laden, ne? So, jetzt hänge ich auf 40 Frames. Das ist noch ganz in Ordnung. Ja, das macht Spaß. Weil es so weiter er lädt, desto schlimmer wird das. Und die Baumtexturen sind auch hier diese Wabbeltexturen. Kann ich ja gerade mal zeigen. Wabbel? Ist der Wabbel da? Ah, hier ist der Wabbel da. Denn die wabbeln hier so von links nach rechts, aber leider ist das keine durchsehbare Textur mehr. Das heißt, da ist die zu und an der Seite wabbelt die dann weg. Und wenn da ein Block daneben ist, dann wabbelt die einfach da eine Lücke rein. Dann kannst du da durchgucken. Ist natürlich eine coole Sache, ne? Zum Teil konntest du dann auch durch den Boden gucken und konntest dann den Erdkern sehen. Ist natürlich auch cool, ne? So, hat er jetzt fertig geladen? Das kann man ganz einfach mit der Unsichtbarmacht-Taste sehen. Auch nicht. Mit der Screenshot-Taste auch nicht. Sondern hiermit. Da oben steht nämlich so viele Chunks geladen, also Chunk-Updates. Solange die Zahl da nicht auf 0 steht, ist er immer noch am Laden. Das heißt, ach du Scheiße, er lädt immer noch. Ja, 19 Frames, das ist geil, ne? Das ist geil, aber guckt euch das an, wie das hier aussieht. Es ist so unfair. Wieso muss das so schlecht laufen? Ich finde das wirklich leicht unfair. Es sieht so genial hier einfach aus und die Bäume sind einfach in einem anderen Grün als die anderen. Aber das ist schon in Ordnung, weil das hier so genial aussieht. Mit 18 Frames kannst du dir doch hier Haargel in die Haare schmieren. Aber ich weiß nicht. Guckt euch das an. Das ist wie ein Traum. Ach, drauf geeiert. Ich spiele jetzt hier mit 20 Frames, auch wenn ich wahrscheinlich die ganze Zeit die Blöcke verfehle und was weiß ich. Jetzt gucke ich erstmal, wie breit ich hier oben den Weg mache in Richtung Brücke. Lassen wir mal einen zur Seite, das heißt, machen wir den einfach mal so breit. Erstmal so provisorisch, damit wir sehen können, aha, da ist der Weg. Ja, aha, hier ist der Weg. Wie weit machen wir den hier? Lassen wir da auch einen übrig? Ich loop mal gerade, was hier vorne so geht. Da könnten wir vielleicht den Hügel noch so ein bisschen wegmachen. Aber können wir auch sein lassen, ne? Passt das hier durch, wenn ich in der Größe, sagen wir mal, hier weitergehe? Ist das überhaupt gut von der Größe? Ich weiß nicht, das ist hier so ein bisschen, das ist so ein bisschen kahl, ne? Das wird schon irgendwie gehen. Ja, müssen wir hier so ein bisschen was wegmachen oder den so ein bisschen seitlich durchgehen lassen. Das sieht aber auf jeden Fall schon mal sehr vorgebaut aus für diesen Weg. Finde ich natürlich schon mal geil. Oh, man sieht hier ein bisschen, dass hier ein kleiner Biomwechsel ist, ne? Hier mit diesen komischen Felswänden. Weißt du, da ist Erde und da nicht. Das sieht ganz toll aus. Muss ich dann auch noch Erde dahin scheffeln.
Boah, es ruckelt sich einen ab. Ich hoffe, in der Aufnahme ist das nachher nicht so. Denn das ist immer die Kunst des Aufnehmens. Bei mir ruckelt es wie Sau und in der Aufnahme nicht. Ich mach den einfach mal bis hierhin. Lass ich da jetzt nicht einen frei, weil da links so viel Platz ist. Das wird schon gehen, oder? Das muss gehen. Wie viel Platz haben wir denn in der Mitte? So, 1, 2, 3, 4. Ja, das ist annehmbar, ne? Dann hopsen wir hier gerade mal weiter mit nach unten. Ja, den Weg sollten wir hier schon einheitlich machen, oder? Haben wir hier... Ich weiß nicht. Warte mal. Haben wir den hier nochmal zwei nach vorne? Na, geht das auch. Dann da einen runter und da einen runter. Dann muss ich das Ganze hier auch nochmal machen. So, einmal wieder ein bisschen wegbuddeln. Ich habe übrigens... In den ersten Folgen von Minecraft, die ich je hatte, war ja die Musik immer teilweise ein bisschen störend. Nicht immer, ich habe gerade immer gesagt, das ist falsch. Denn manche Songs sind natürlich lauter und leiser und da konnte ich auch einstellen, was ich will. Was ich getan habe, ne? Was ich getan habe, zu meiner Verteidigung. Was ich wollte. Und dann kommt plötzlich ein Song, der ist super laut, dann kommt wieder ein Song, der ist super leise, dann hört man wieder nichts davon, dann kommt wieder ein Song, da hört man mich nicht. Das sind alles immer so coole Abwechslungen, ne? Vor allen Dingen, wenn man mich dann nicht mehr hört, ist eine geile Sache. Deswegen habe ich das Ganze jetzt über die Boxen gestellt. Und die Boxen sind auch wieder so speziell wie alles andere auch. Und zwar haben die so einen komischen Bassklang. Vielleicht ist der Bass ausgestellt. Aber wenn die einen Bassklang haben und der Bass ist ausgestellt, sollten die doch eigentlich nicht bassig klingen. Oder täusche ich mich hier gerade? Du täuschst dich doch immer. 19 Frames. Ich begehe gleich Selbstmord und deabonniere dich. Ich deabonniere mich gleich selber, wenn das hier so weitergeht. Die armen Baumschafe. Guck's dir an. Die sind jetzt genau da, wo gleich wahrscheinlich der Weg sein wird. Keine Sorge. Euer Gehege wird verlegt. Außer natürlich, ihr mögt Kies und Steinziegel hier. So, die Steinziegel. Magst du die? Guck mal hier. Magst du den vielleicht sogar essen? Also, du guckst sehr interessiert. Nein? Okay, ihr seid anscheinend keine Steinziegelbaumschafe. Ich weiß nicht, sollen wir hier so ein Bäumchen machen? Denn wie das jeder weiß, brauchen Baumschafe natürlich einen Baum, um zu leben und glücklich zu sein. Ich habe gerade leider keinen dabei. Vielleicht tut es auch ein Brötchen. Hier, bitteschön. Oh nein, das Brötchen will nicht. Okay, vielleicht kann ich euch so ein paar Samen hier rausholen. Vielleicht wird da irgendwann ein Baum draus. Na, kommen hier irgendwann welche raus? Hallo? Keine Samen da? Anscheinend keine Samen da. Oh, da ist einer. Wow. Ein bisschen lang für hier rumgeschlachtet, ne? So, guck mal hier. Dann leben wir jetzt dahin. Bitte nicht fressen. Dann wächst da bestimmt ein Baum raus. Aber nicht, wenn ihr hier das ganze Gras wegfuttert. Hier viel Fräse. So, jetzt werde ich mich den Weg hier anbauen. Vielleicht hier schon ein bisschen rüber gehen. Muss ich mal gucken. Vielleicht hier hinter dem Baum anfangen, hier so ein bisschen quer rüber zu gehen. Und wenn wir dann hier sind, nur die Frage, wie breit wir den Weg dann tatsächlich machen. Wir könnten jetzt hier durchgehen, aber das wäre jetzt nicht so breit. Vor allen Dingen teilen wir das dann so ziemlich auf. Dann ist hier so eine große Fläche und da eine kleine. Bevor wir da was Falsches bauen und ich halt nachher wieder umbaue, kann man sich das ja lieber nochmal so anschauen. Wie wäre es, wenn wir noch so ein bisschen Abstand zu dem Haus halten? Zum Beispiel so 3-4 Felder, zumindest bis zu dem Dingens hier. Ich weiß nicht, könnten wir den Garten noch... Ja, machen wir mal 3 Felder. Dann machen wir, sagen wir mal, hier den Ziegelstein hin. Ist natürlich sehr schön, dass jetzt hier Kies ist. Dann machen wir das da gleich weg. Und den hier müssen wir dann auch wegmachen. Setze ich jetzt gerade vielleicht einfach mal... Soll ich da Gras für einsetzen? Ich weiß nicht. Aber vorher zerbreche ich natürlich erstmal meine Pickaxe. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Haben wir noch eine Pickaxe im Hause? Ich mich kenne wahrscheinlich nicht. Oder doch? Ja gut, die brauchen nur ein bisschen länger. Aber die kann man trotzdem mal verwenden. Die hat bestimmt der liebe Herr Luca-Beet gemacht, oder? Oder vielleicht habe ich die gemacht. Ich weiß es nicht. Der Herr Luca-Beet hat mir ja mal geholfen bei meiner Getreidemaschine, die nicht automatisch ist. Die kennen von euch so viele noch gar nicht. Und es sind ja eine ganze Menge neue Leute dazugekommen. Die muss ich vielleicht mal zeigen. Der hat mir ja geholfen, einen riesig gigantischen Berg wegzumachen. Und ja, der liebe Herr Luca-Beet und ich bauen immer gerne eine Menge Pickaxes vor. Nur ich achte meistens immer darauf, wie viel ich brauche. Ich weiß nicht, von wem die ist. Wahrscheinlich ist die von mir. Und ich labere mir jetzt gerade selber was an den Kopf. So, gerade mal. Ich meine, schon in Ordnung, ne? Das muss eben so sein. So, gerade einmal hier zeigen, dass das hier ist. Ich wollte nicht den Weg verkleinern, sondern das muss so, ne? Man könnte auch so kleine Ersatzstraßen machen. Nein, du fixst das jetzt hier. Erstmal weg damit. Sonst sagt noch irgendeiner, hier ist ein Doppelweg. Das sieht voll scheiße aus. Ich deabonniere dich. Da ist Erde und daneben ist Gras. Das sieht auch voll scheiße aus. Ich deabonniere dich zweimal. Ich abonniere dich wieder und dann deabonniere ich dich nochmal. Ich kann nicht mal deabonnieren sagen, so cool ist die ganze Sache.
Ja, nee, ist klar. Warum nehme ich eigentlich die ganze Zeit die Steinziegel raus? Das ist doch genau das, womit ich gerade arbeite. Ich Trotel. Wow. Das war mal eine Geschwindigkeit. Weißt du, gerade gesetzt schon das Gras drüber. Ja, also der fackelt nicht lange, bis er Gras über die Sache wachsen lässt, ne? Naja, das ist schon, dieser Grasblock ist schon sehr vergebend. Ist wirklich ein sehr toller Mitstreiter in meinem Dorfbau. Dorfbau, ein kleines Gehege mit Schafen drin, ein kleines Stückchen mit Steinziegeln, ein bisschen Kies, ein leicht komisch eckig aussehenden Durchgang aus Blättern und ein Haus. Oh, und eine Sache hätte ich fast vergessen, das Highlight. Ach so, ja, das Highlight, was ich wahrscheinlich irgendwann wieder wegbauen werde, weil ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen klein aus. Das sollte mal eine Schmiede werden, aber irgendwie soll ich sagen, hier ist ein Schmiedetisch, damit verbindet sich die Wand. Ja, das ist toll, ne? Und hier haben wir einen Dreckblock am Fenster. Wow, ist das nicht toll? Ansonsten ist das hier ganz cool. Und natürlich das absolute Highlight, die Werkzeugkiste. Nein, eigentlich das Dock. Aber das Dock sieht immer noch sehr dürftig aus, denn daran habe ich noch nicht gearbeitet. Vor allem besteht das einfach aus Hus, ganz normalen Steinblöcken. Aus Cobblestones. Ich habe den Namen schon vergessen. So lange, wie ich kein Minecraft mehr gespielt habe. Boah, das ruckelt sich echt ein ab. Du kannst nur nachts schlafen. Wusstest du, dass der Schlaf vor 12 Uhr der wichtigste Schlaf ist? Das heißt, ich weiß nicht, wie spät es jetzt ist. Wahrscheinlich im Spiel ungefähr 18 Uhr. Denn wenn man auf 18 Uhr schaltet, dann geht die Sonne unter. So, guck mal, da habe ich nicht darüber redet, ne? Aber wenn du im Sonnenuntergang schläfst, hast du auf jeden Fall den besten Schlaf aller Zeiten und bis morgens super ausgeruht, um neue Wege zu bauen. Aber beim nächsten Mal, würde ich sagen, bauen wir den Weg erst weiter, denn jetzt sind schon wieder 17 Minuten rum. Heißt sogar schon ein wenig drüber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht sagt der Bearbeitungs-Nico was, der immer den Sound leiser und lauter dreht. Das ist das Einzige, was er machen darf. Wenn er das gehört hat, wird er jetzt wahrscheinlich schreiben, der Graf ist ein Penner oder sowas. Und er deabonniert mich. Aber leider kann er da nichts machen, ne? Der muss immer noch weiter bearbeiten, der böse Nico hier. Den hat einen Vertrag unterschrieben, der bearbeitet die Videos für mich noch die nächsten 20 Jahre. Der sitzt hier gerade neben mir und ist am Fluchen. Ich bin froh, dass man das nicht hören kann. Könnte man sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal. Und beides ist gut, ne? Könnt ihr auch mal an meinem Haus vorbeikommen, so ein bisschen protestieren, warum ich hier immer noch nicht mit dem Weg fertig bin, mit dem Dock noch nicht fertig bin, warum da vorne eine Bewachungshöhle ist. Da sieht man das Fenster, die im Moment noch absolut keinen Bewachungszweck hat oder sonst irgendeinen Zweck. Macht das nur. Kommt hier vorbei und protestiert. Ich komme dann nach unten und protestiere mit, denn das geht so nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe schon wieder Segen gesagt. Haut rein und bis dann. Ciao.